Hi und willkommen zu Westmünsterland Barbecue. Heute gibt es mal eine kleine Anleitung, und zwar zu diesem Gerät hier, einem Smoker. Und ja, was ist das überhaupt und wie benutzt man den? Das zeige ich euch heute. Freut euch drauf. So ein Smoker besteht klassischerweise immer aus zwei Räumen, sprich einer Feuerbox oder auch einer Feuerkammer und einem Garraum. Und das Prinzip ist eigentlich das, dass ich hier ein Feuer drin mache und das Feuer durch eine Öffnung, die ich hier unten habe, in den Garraum zieht, beziehungsweise nicht das Feuer, sondern der heiße Rauch, und in diesem Raum dann garen kann. Und Ziel bei so einem Smoker ist es eigentlich immer, Fleisch über langen Zeitraum schön weich werden zu lassen. Also es ist nicht wie beim direkten Angrillen oder auch nicht mal wie beim indirekten Grillen, wobei es natürlich irgendwo schon eine indirekte Grillart ist. Aber ich versuche halt mit niedrigen Temperaturen das Fleisch mürbe zu machen. Das heißt, das Fleisch soll schön weich werden. Diese ganzen Prozesse mit den ganzen Proteinen, Kollagenen im Fleisch, die das Fleisch zusammenhalten und, die werden alle einfach nur platt gemacht und dann wird das Fleisch irgendwann weich und zart und ich kann es super genießen. So sieht die Feuerbox nach reichlicher Benutzung aus. Wie gesagt, hier ist der Raum, da machen wir ein Feuer drin. Hier ist der Durchgang zu dem Garraum. An der Seite haben wir hier nochmal eine Klappe mit einer Luftsteuerung drin. Da kann man also die Sauerstoffzufuhr regeln. Und in dem Garraum ist jetzt quasi der Raum, oder der Garraum ist jetzt quasi der Raum, in dem wir unser Fleisch garen. Da kommt der heiße Rauch aus der Feuerbox hier rein und gart quasi das Fleisch bei Temperaturen ungefähr 100 bis 120 Grad. Das ist so typisch dieses American Barbecuing. Hier habe ich so ein paar Roste, die kann ich auch rausnehmen. Hier ist nochmal ein Feuerleitblech drin. Bei diesem Smoker ist es nämlich so, dass ich hier den Schornstein auf der rechten Seite habe. Normalerweise wäre der nur auf dieser linken Seite. Das hat zur Folge, dass der Rauch quasi einmal übers Fleisch zieht und normalerweise links wieder raus. Ist eine relativ ungleichmäßige Hitzeverteilung, darum noch dieses Leitblech drin. Da zieht quasi der Rauch einmal unten drunter her und dann oben drüber übers Fleisch und entweicht hier. Dann wird also die Temperatur gleichmäßiger in dem Garraum gehalten. Was wir hier noch haben, ist nochmal so ein Turm. Da kann ich kalt räuchern, wenn ich das zulasse. Ich kann das natürlich auch aufmachen, habe dann auch Temperaturen, die nicht so hoch sind wie in dem Garraum. Aber ich kann hier auch vielleicht Sachen warm machen oder auch garen. Ich benutze den allerdings eigentlich nur zum Kalträuchern. Das heißt, so Temperaturen 32 Grad ungefähr, sprich eher was für einen Winter oder für den Herbst, der jetzt ja langsam wieder anfängt. Auf dem Schornstein ist nochmal so ein Kläppchen hier. Damit kann ich das Ganze zumachen oder aufmachen und so auch noch ein bisschen die Luft steuern und den Rauch, der abzieht. Ja, zum Material her. Ein guter Smoker hat ca. 5 mm dicke Stahl. Alles darüber funktioniert auch. Man sollte sich allerdings bewusst sein, wenn ich jetzt so eine China-Büchse mit 1,5 mm habe, wie gesagt, die funktioniert auch, aber ist natürlich schwieriger, das Ganze ein bisschen konstant zu halten, die Temperatur. Es kühlt schneller ab, weil einfach dickes Material einfach die Temperatur natürlich besser speichert als dünnes. Wobei dann bei einem dickeren Smoker, der jetzt 6,2 mm Stahl, es natürlich länger braucht, bis er auf Temperatur ist. Unten in dem Garraum ist jetzt quasi noch ein Loch. Dieses Feuerleitblech ist auch etwas schräg, dass also das Fett, was hier drauf tropft, auch abfließen kann. Da unten seht ihr so ein Eimerchen, da läuft dann das Fett quasi rein und ich habe nicht den ganzen Smoker immer versaut. Ja, innen drin entsteht so eine gewisse Patina, die sollte man auch eigentlich drin lassen und nicht ständig schrubben. Das Ding heißt Smoker und nicht Putzer und ja, damit kann man eigentlich schon super arbeiten. Zur Ausstattung gehören weiterhin noch ein, zwei Thermometer, die man auch immer dabei hat. Ich habe hier eins dran, was sogar relativ gut funktioniert. Also wenn ich das immer so benutze und mich danach richte, dann kann ich mir eigentlich schon fast das digitale Thermometer sparen, weil es doch für den Garraum das relativ gut anzeigt. Wenn ich jetzt meinen Smoker anmache, mache ich mir eigentlich immer erst ein Feuerchen natürlich hier. Das heißt, ich stapel etwas Holz. Lass in der Mitte ein bisschen was frei,
Da schmeiße ich nämlich gleich einfach den Anzünder rein. Ja, der Anzünder brennt. Dann lasse ich den mal hier in das Löchlein reinfallen. So. Jetzt wie so ein Gitterfeuer einfach ein bisschen stapeln. Und dann lasse ich die Klappe offen und warte, bis sich das Ganze entzündet. Und was man dafür für ein Holz verwendet, ist eigentlich relativ egal. Nicht völlig egal, aber ich sag mal, es sollte natürlich jetzt nicht unbedingt Nadelholz sein, weil das oftmals harze, ätherische Öle enthält, die ich nicht am Fleisch haben möchte. Von daher nimmt man eigentlich das, was am meisten verfügbar ist. In Deutschland ist das halt Buche. Obsthölzer funktionieren auch sehr, sehr gut. Eiche geht auch, ist aber etwas kräftiger. Was halt in den USA oder so häufig verwendet wird, ist Mesquite und Hickory, sprich das, was verfügbar ist. Oder was häufig verfügbar ist, wird dazu eigentlich genommen. Ja, Birke gibt es natürlich auch noch. Da knallt es schon, da knistert das Holz schon. Das ist übrigens Weidenholz, was ich schon mal benutze zum Anzünden, weil es ist sehr, sehr günstig. Es brennt schnell, es brennt gut. Und dann kann man nachher noch ein bisschen Buchenholz draufschmeißen, was dann deutlich länger und heißer wird. Und nach 3-4 Minuten, ihr merkt schon, es geht sehr, sehr schnell, kann ich die Klappe auch ein bisschen weiter runter machen. Dann haben wir noch so ein bisschen mehr Kamineffekt. Nicht ganz zu machen, ich möchte ja noch ordentlich Sauerstoff ranlassen. Das heißt, an der Seite ruhig ein bisschen aufmachen. Und das hier ist so ein Abstandshalter. Man kann auch letzten Endes ein Stück Holz nehmen. Aber wenn ich das habe, dann kann ich das auch natürlich nutzen. Hier gibt es verschiedene Stufen, wo ich das drauf einstellen kann. So habe ich noch ein bisschen Luft dazwischen. Mehr Luft kann durchziehen. Und ja, es raucht schon ordentlich. Einen kräftigen Regenschauer später ist der Smoker natürlich ratzfatz wieder trocken. Jetzt könnt ihr hier schon mal gucken. Da ist also schon ordentlich was runtergebrannt. Ich habe sogar schon was nachgelegt. Und es fängt an, sich unten auch schon Glut zu bilden. Und das ist, wenn wir die Temperatur erreicht haben, jetzt auch eigentlich der Punkt, wo wir unser Fleisch auflegen können. Ich zeige euch das nochmal hier. Hier seht ihr schon, wie noch ein bisschen Rauch rauskommt. Der richtige Zeitpunkt ist eigentlich der, wenn man merkt, es kommt gar nicht mehr so viel Rauch aus dem Smoker. Dann können wir eigentlich unser Fleisch auch so ziemlich auflegen, weil dann ist das Feuer richtig schön heiß. Und ja, zum Holz an sich nochmal. Nehmt natürlich schönes trockenes Holz, weil ich den Rauch haben will und nicht irgendwie einen heißen Dampf oder sonstiges. Deswegen, ich wässere Woodchips oder sowas auch nie vor, weil ich halt immer nur den Rauch will. Ja, klassischerweise kann man jetzt natürlich Spare Ribs machen im Garraum oder Pulled Pork. Das braucht dann halt seine Weile. Aber man kann jetzt zum Beispiel auch, wie ich jetzt gleich, einen schönen kleinen Braten nehmen, ein schönes Roast Beef und das Ganze bei etwas höherer Temperatur, sprich so 150 Grad, erstmal ein bisschen bis auf einigermaßen Kerntemperatur ziehen. Und genau das machen wir jetzt auch. Hier haben wir jetzt mal ein schönes Stück Roast Beef. Das lege ich jetzt mal einfach auf. Einfach in die Mitte rein. Kernthermometer nehmen wir auch noch mit dazu. Und das lassen wir jetzt erstmal so bis 50 Grad ziehen. Fleisch liegt auf und jetzt natürlich nicht vergessen, ab und zu muss man jetzt natürlich kontrollieren und Holz nachlegen. Da kommt man nicht drum rum. Wie gesagt, wir brauchen ein bisschen mehr Temperatur. Wer übrigens so einen Deckelhalter nicht hat, kann natürlich auch im Notfall einfach ein Stück Holz nehmen und das hier drin einklemmen. Das funktioniert also eigentlich auch ziemlich gut. Aber ich habe so ein Gerät und darum nutzen wir es auch. Ja, wir sind genau bei 50 Grad Kerntemperatur und jetzt können wir uns das Ganze auch schon mal anschauen. Es duftet herrlich, richtig, richtig gut. Und dann nehmen wir mal das Kernthermometer raus. Und jetzt haben wir hier noch Resthitze natürlich, Resttemperatur. Was jetzt mein Plan ist, wir werden das Ganze nochmal leicht anknuspern. Und auch dafür gibt es bei den meisten Smokern nochmal ein extra Rost, was man da reinlegen kann. Und so könnte man natürlich auf einem Smoker auch direkt grillen. So, die Kruste sieht eigentlich schon ganz gut aus. Aber ja, unten kann auf jeden Fall noch ein bisschen Kruste dran machen. Nicht zu lange, nur ganz kurz. Ein Wahnsinnsduft, der da gerade hochkommt. Unglaublich.
Und so ist das Ganze jetzt auch fertig und dann nehmen wir es mal runter und lassen es noch mal kurz ruhen. Ja, und wie das schöne Stückchen Fleisch von innen aussieht, zeige ich euch in einem anderen Video. Aber es solltet ihr euch unbedingt angucken. Und ganz zum Abschluss habe ich noch einen wichtigen Tipp für euch. Und zwar, der betrifft die Pflege von so einem Smoker. Das Ding steht jetzt seit fünf Jahren draußen und sieht also immer noch top aus. Klar, hier fängt es mal so ein bisschen an zu rosten, aber es zieht sich nicht weiter. Und zwar, weil ich das immer mit Trennfett einsprühe nach dem Smoken, nach dem Grillen. Einfach, wenn noch eine Restwärme da ist, vielleicht hier so von 100 Grad ungefähr, dann sprühe ich das ganze Ding einmal komplett ein. Und das Trennfett ist letzten Endes nur ein normales Rapsöl mit einem Triebmittel drin. Und das brennt sich richtig schön ein in das Ganze. Und ich habe eine schöne Schutzschicht und das Regenwasser perlt richtig ab. Das mache ich jetzt. Ich sprühe das ganze Ding einmal komplett ein und dann habe ich es immer gut geschützt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr könnt euch ungefähr grob vorstellen, was man mit so einem Ding alles machen kann und was nicht. Ist sicherlich eine interessante Investition, wenn man mit dem Gedanken spielt. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen freundlichen Kommentar und vor allen Dingen abonniert meinen Kanal. Könnt ihr ganz zum Schluss oben in der Ecke machen, da kommt mein Kopf und da könnt ihr draufklicken. Die Glocke nicht vergessen, dann kriegt ihr nämlich immer direkt eine Nachricht, wenn ich ein neues Video draußen habe. Bis zum nächsten Mal, euer Rolf. Ciao.